Hallo, 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 ihr liebeshungrigen Meeresbewohner und willkommen bei Flirten für Seekühe. Ja, wir haben endlich alles, um mit einer Seekuh zu sprechen und jetzt können wir der Seekuh helfen, das Flirten zu erlernen. Dann machen wir das doch mal. Wir reden jetzt mit einer Seekuh und bringen ihr das Flirten bei. Hey Baby, bist du öfter hier? Du siehst aus wie eine Seekuh. Das wird nichts. Ich fange am besten mit Höflichkeit an. Oh, hallo Plankton. Oh, ich bin Plankton. Und ich will die Krabbenburger-Formel. Okay, was können wir da sagen? Ich hätte gerne 12 für 3 Nächte. Das Essen war ausgezeichnet. Kein scharfes Essen, bitte. Notfälle. Wo ist die Toilette? Ist das Blut oder Ketchup? Sagen wir mal das. Geld und Gewohnheit. Akzeptieren Sie Reisechecks, klingt gut. Warum sollte ich dir die Tageszeit nennen? Zurechtfinden, Höflichkeit. Nee. Geld und Gewohnheit. Ich habe nichts zu verzollen. Notfälle. Ich habe meine Uhr verloren. Das klingt gut. Mama war einsam. Ich hab's beim ersten Mal gepackt. Ich bin echt gut im Seekuh-Flirten. Ha, Floppy, der Date-Doktor. Der Seekuh-Date-Doktor. Wow, das Weibchen ist echt riesig. So, dann hol mir doch mal La Esponja Grande. Da ist er, der legendäre Esponja Grande. Ich habe Meere durchquert, eine Inselbelagerung überlebt, unzählige Feinde überwunden, sie mehr oder weniger, eine Reise in den Gedärmen einer Seekuh unternommen und das Liebesleben von Meeresbewohnern angekurbelt. Und alles nur für diesen einen Moment. Oh, ich hätte ihn mir größer vorgestellt.
Wow, es funktioniert! Ich fühle mich schon viel besser. Zeit, La Esponja Pequeño zu Elaine zu bringen. Mo, ich hab ihn! Endlich haben wir ihn! Wir haben den alten Coronado so richtig schön hinters Licht geführt, nicht wahr? Jetzt muss ich nur noch zu ihr zurückkehren und... Ich wusste es! Hä? Nein, Dekava, es ist nicht so, wie es aussieht. Sieh, dein hinterhältiger Schwamm- und Frauendieb! Wir sind am Ende angekommen! Wirklich? Hör mir doch zu! Bug-Eye, ich dachte, du würdest nie wieder unter einem Tyrannen dienen. Angesichts der aktuellen Ereignisse hatte ich einen philosophischen Durchbruch. Aber was ist mit Moose und Nugi? Wo ist... Gentlemen, aus diesem Grund sollte man Stets Plan B parat haben. Oh oh. Und wie lautet Plan B? Sehr lustig. Au! Das muss versteinertes Holz sein. Dafür, dass sie von einem Verrückten gemacht wurden, sind diese Käfige überraschend stabil. Okay, was machen wir jetzt? Ich rede erstmal mit Mo. Morgen! Wie kommen wir hier raus? Keine Ahnung. Das ist dein Ding, nicht wahr? Erreichst du das Seil, das deinen Käfig hält? Nein, ich komme oben nicht durch. Erreichst du das Seil, das meinen Käfig hält? Es ist zu weit weg. Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell. Der Carver kommt davon. Okay, was machen wir dann mal? Können wir an unser Seil ran? Wenn ich doch nur das Seil erreichen könnte. Ah, kommt sie jetzt an mein Seil ran? Morgen! Erreichst du das Seil, das meinen Käfig hält? Es ist zu weit weg. Erreichst du das Seil, das deinen Käfig hält? Es ist zu weit weg. Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell. Der Carver kommt davon. Okay, was kann ich noch machen? Ich kann an morgens sein. Ich komm da nicht dran. Boje? Besuche den heiligen Paarungsplatz der Riesenseekuh, Heimat von La Esponja Grande. 200 Faden, keine Vermüllung. Sonst irgendwas, womit ich interagieren kann? Nee, nur mit den Seilen. Okay, dann benutze ich doch mal mein Seil. Nochmal. Was habe ich im Inventar? Ich kann morgen ihr Schwert geben. Sie ist außer Reichweite. Okay. Morgen! Erreichst du das Seil, das deinen Käfig hält? Es ist zu weit weg. Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell! Der Carver kommt davon! Ich geb ihr mal ihr Schwert. Dein Schwert! Danke. Es fühlt sich an, als würde mir ein Teil fehlen. Keine Beleidigung. Morgen! Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell! Der Carver kommt davon! Ja, ich muss überlegen. Morgen! Erreichst du das Seil, das dein Käfig hält? Nee, das wollte ich nicht. Es ist zu weit weg! Erreichst du das Seil, das meinen Käfig hält? Es ist zu weit weg!
Schönes Gespräch. Danke dafür. Ich lass mir was einfallen. Mach besser schnell. Ja, ist gut. Morgen. Erreichst du, dass Saldas meinen Käfig hält? Nein. Aber ich wette, die Klinge von Dragotta kann das. Wow! Komm mit meinem Schwamm zurück! Sie werden den Schwamm niemals haben! Oder die Liebe meiner Lady! Moose, bring mir meinen Schatz! Klar doch, Boss. Ich glaube, Santino hat ihn genommen. Was? Oh, stimmt. Hey, die haben den Schwamm vergessen. Macht eine Wende und rett das Schiff bei. Jawohl, Sir. Dann feuert auf meine Schätzchen, was die Kanonen hergeben. Hey, Morgan, die haben echt den Schwamm vergessen. Ha! Sie kommt zurück. Mach was, Guybrush. Das Wichtigste zuerst. Wir feuern mal. Meine Aufgabe ist es, die Kanone abzufeuern und ihre den Schwamm rauszurücken. Was kann ich noch machen? Kaputter Käfig. Ah, ich habe gute Zeiten in diesem Käfig verbracht. Ja, gute 3 Minuten. Ihr erster Offizier kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ihre einzige Hoffnung ist, mir La Esponja zu geben. Kann ich mit denen reden? Dekawas Schiff, die Howler Monkey. Sie ist vielleicht nicht das schnellste Schiff in der Karibik, aber so viel Galle wie sie hat noch keins gesehen. Das stimmt. Ich rede mal mit Dekawa. Coronado, ich kann das alles erklären. Erklären Sie es mir aus der Ferne, vom Meeresboden aus. Was ist mit dem Schwamm? Im Gegensatz zu Ihnen treibt er auf dem Wasser. Geben Sie ihn mir und ich verschone Ihr Leben. Geht nun wirklich nicht. Wo ist denn Nugi? Nugi fiel es sehr schwer, sich wieder ans Besatzungsleben zu gewöhnen. Er war nicht bereit, der Demokratie Lebewohl zu sagen. Dann hat er also seine eigene Partei gegründet und segelte in Frieden auf und davon? Sicher. Er zog auf eine ruhige Farm, ganz oben im Norden. Oh, Nugi! Die haben Nugi gekillt. Stellt das Feuer ein! Sind Sie bereit, La Esponja Grande herauszugeben? Nun, nein! Erschießt den Kerl, Männer! Mit dir rede ich kein Wort mehr, Spinner! Ich muss irgendwas machen. Hauptmast? Es gibt nichts Besseres als einen Gummibaummast. Schnell! Holt eine weitere Kanone aus dem Laderaum herauf! Okay, das hat mir nicht viel gebracht. Die Boje? Da steht, besuche den heiligen Paarungsplatz der Riesenseekuh, Heimat von La Esponja Grande. 200 Faden, keine Vermüllung. Okay, habe ich irgendwas im Inventar? Zu der Seekuh, Krone, Seekuh-Apfelmittel, Seepferdchen. Seepferdchen, das ist das Leckerli für die Seekuh. Benutze Seekuh-Leckerli mit Kanone. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Hauptmast? Eine weitere Kanone! Rapidamente! Und Seekopf... Seepferdchen mit Kanone. Tut mir leid, Kleiner. Er feuert jetzt mit Müll, Sir! Ich hoffe, du hast noch Hunger, Junge.
Endlich kann Moose wieder saufen. Seine ekelhaften Sekrete. Gallenflüssigkeit und so ein Scheiß. Wenn ich so darüber nachdenke, den Seepferdchenkopf die ganze Zeit in meiner Tasche zu lassen, als ich unter Wasser war, war wohl nicht die sicherste Vorgehensweise. Gut gespielt, Threepwood. Und ich musste nicht einen einzigen von ihnen vermöbeln. Ja, du lässt halt eine Seekuh die Drecksarbeit für dich erledigen. Hey, schau dir das an. Halten sie sich etwa an den Händen? An den Flossen. Aber ja. Was meinst du, wo sie wohl hinschwimmen? Keine Ahnung. Wohin sie die Natur eben führen wird, könnte ich mir vorstellen. Das ist aber schön. Ja, ist es. Och, Morgan. Fortsetzung folgt in Kapitel 4. The Trial and Execution of Guybrush Threepwood. Gott sei Dank folgt für euch die Fortsetzung in der nächsten Folge. Dan Connors? Deine Frisur ist schlimmer als meine. Eric Parsons. Feiner rausgeputzt und keine Ahnung wohin. Grushman. Der Kerl schon wieder? Animation? Ich brauche keine Animation. Ich lebe! Wie viele Idioten braucht man eigentlich, um sowas zu machen? Ah, Joe Penny. Der Mann, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Alles, was ich über das Böse weiß. Aha, die Tester. Die sitzen in einem dunklen Raum mit Lavalampen und denken, es sei der Himmel. Ton? Das will ich nicht hören. Damien, bist du wirklich ein Holzfäller oder magst du einfach karierte Hemden? Marketing? Ich verkaufe mich selbst. Jake, erzähl es jemandem, den es interessiert. Hört das denn nie auf? Oh, die Spieletester. All die Pizza und keine Ahnung, was für Fleisch drauf war. Das ist eine dreckige Lüge. Das ist meine eigene Stimme. Kevin Bruner. Er ist schon ewig hier. Hau ab, alter Mann. Randy Tudor, ich werde dich umlegen. Oh, als hätten die ganzen Leute etwas damit zu tun. Langweilig! Lobe das brennende Gesicht der Hölle! Letztendlich beherrsche ich allein die Schnittstelle. Ich habe die Kontrolle übernommen und keiner wird ja... Ach, Murray. Okay, in der nächsten Folge geht's weiter mit Kapitel 4. Jetzt fühle ich mich kerngesund, Kapitän. So erholt wie in meinen Tagen als Umkleidejunge in Borneo. Kapitän? Oh je.